Hallo und willkommen zurück zu Horizon Forbidden West. So, wir wollen heute zu Pharaohs Grab. Wird auch Zeit, auch wenn es hier voller nerviger Leute wimmelt. Was ist denn da mit meiner Karte passiert? Ist das eine Klippe oder sehen die Bäume so komisch aus? Ist egal, ich muss unbedingt dieses Fisch-Outfit loswerden. Inventar-Outfits, ich meine... Achso, wir haben eh nur den Look angewendet, dann... Können wir einen beliebigen Look? Ach, ich glaube, dafür wäre mal wieder Zeit. Hat man das überhaupt schon? Egal. Look angewandt. Ich sehe wieder klasse aus. Nicht mehr wie ein dämlicher Haifisch. Und dann schauen wir mal, wie verrückt die hier wirklich sind. Ich gehe richtig lang. Ich gehe richtig lang. Okay. Auf zur großen Pyramide und zum Donnerkiefer. Ah, der Donnerkiefer. Den hatte ich komplett vergessen. Eine Drohne. Die will ich aber jetzt nicht einsammeln. Bin ich überhaupt gerüstet für einen Donnerkiefer? Schauen wir mal. Nachladen. Ja, das sieht doch gut aus. Hab jetzt ein paar Tage nicht gespielt. Ich könnte ein bisschen komisch schlecht sein. Also normalerweise bin ich ja auf meinem Niveau schlecht. Das kann ich heute nochmal übertreffen. Ja. Brauche wahrscheinlich ein paar Minuten, um mich hier wieder reinzufinden. Ich war in Norddeutschland für 2-3 Tage meine Eltern besuchen, deswegen war da nichts mit aufnehmen. Aber jetzt sollte ich wieder Zeit haben und ich habe mir in dem Sale so viele Spiele gekauft in Steam. Lauf, Fremde! Hier läuft eine Killermaschine rum! Die Maschine ich bin wird die dich Killer töten. Ich bin die Killermaschine. Da bist du ja. Dann geht's jetzt wohl los. Was bist du? Schwach gegen Säure. Ist das nicht toll? Hab leider keine Säurebolzen, aber so viel gebracht hat das nicht. Glaub, ich war zu weit weg. Ah, cool, ich habe eine Falle aufgestellt. Das ist doch was. Säurebällchen habe ich. Bleib mal. Au! Das hat wehgetan. Ey, der kann ausweichen. Ich weiß nicht, ob wir den besiegen können. Aloy, Säure, Säure. Komm schon, weg mit den Geschützen. Au. So, wir wurden zertrampelt. Welt ist dem Untergang geweiht. Zu wenig Ausdauer, was soll das denn? Boah, ist der schnell. Kann ich den festkleben? Ja. Ich glaube, ich kann ihn festkleben. Jetzt ist er schön langsam. So, gib mir deine Waffe. Oder irgendwas. Na, na, na. Nicht hier vom Klebstoff befreien. Mist. Treffe ich oder treffe ich nicht? Was ist denn das nochmal? Das macht Spaß. Dem wahrscheinlich nicht, aber mir umso mehr. Ja, jetzt hör mal auf. Nicht schon wieder deine hier UFOs, die mich weglasern. Ich bin wachsam. Wieso helft ihr mir nicht? Wieso helft ihr mir eigentlich nicht? Gib mir deinen Schwanz. Doch nicht so. Der soll dir abfallen. Komm schon. Anvisiert und halbwegs getroffen. Habe ich nicht was, um das Zeug abzusprengen? Bleib stehen. Ah, abgesprengt. Boah, zermalmt da einfach die Steine. Und schon wieder der Beckenstoß. Der und sein Schwanz, die machen schon ganze Arbeit hier. Komm, du magst doch keine Säure. Habe ich extra über dich gelesen in deinem Wikipedia-Eintrag. Hast du eine Waffe fallen lassen? Nein, ich glaube nicht. Halt dich ja fern von mir. Ja. Ich glaube, das war ein Harry Potter-Zitat. Hat er zu Ron gesagt, als sie sich gestritten haben. Komm schon, das kann doch nicht so schwer sein, so ein großes Vieh zu besiegen. So, den Sauermann nochmal ein und dann gehen wir mal mit unserem Mutstoß ran. So.
Keine Munition, aber mutig soll man sein. Ausweichen, Aloy. Mut ohne Verstand ist sinnlos. So, und jetzt richtig gegen das Geschütz. Oh, 600 Schaden. Wenig Ausdauer. Wenig Ausdauer, aber viel Schaden. Stirb! Schnell! So viel Zeit haben wir doch nicht. Boah, du schluckst ganz schön Pfeile. Au! Ah, wehgetan. Oh, die Tranknavigation unten ist immer noch so ein Scheiß. Das war's schon? Wieso ist er jetzt durch den Schuss gestorben? Er hat doch noch so viel gehabt. Ist egal. Ja, mit dem guten Zeug. Toll, und die ganzen Helfer-Items gebraucht. Da hat er die Waffe liegen lassen. Und sagt nichts. Ein Kräppchen. Nee, ein Hummer. Trotzdem eingesammelt. Noch ein Hummer. Ich bin ja sehr humorvoll. Humorvoll, ja. Vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. So, Reinholz rein damit. Noch so ein Schenkelklopfer. Ist ja schon Standard geworden, der Spruch. So, haben wir hier noch was? Bist du ein Pelikan oder bist du tot? Ist beides. Ich glaube, das ist beides. War aber ein kleiner Pelikan. Irgendwas da unten. Fisch? Also. Fremde, hier drüben. Ja, ist ja gut. Lasst mich doch einmal in Ruhe looten. Was bist du? Auch ein Hummer. Wieso versteckst du dich nicht? Tja, ist er irgendwie selbst schuld. Ein Kräppchen. Diesmal aber wirklich. Auch lila Zeug. Hallo Maschine. Schillernder Krabbenpanzer. So, da ist noch ein Kistchen. Mein Schmuckkästchen. Ja, wollt ihr aufmachen? Hi. Ach, Alva, altes Haus. Alva. Servus. Zum Glück geht's dir gut. Ja, ein Glück. Du hast diese Maschine erledigt. Ja. Aber das ist mein Job. Was machst du denn hier? Ich brauche etwas, das aus Theben stammt. Ja, alles. Ich war ein Landfall. Den ganzen Loot. Traf deinen CEO. Wir haben uns das mit dem CEO hatte ich vergessen. Und du hilfst uns reinzukommen? Das ist so schmerzhaft. Vermutlich. Die Sache war recht ernst. Irgendwie ist der Kerl komisch. Er ist komisch, aber nicht so komisch wie ich. Sucht. Ich dachte, bin auf eine bessere Weise komisch. Auf dem Festland gefunden. Es wird Jahre dauern, die Daten zu sichten. Der CEO will schnellere Ergebnisse. Ja, so ein CEO will halt schnellere Ergebnisse. Er ist. Da sind sie! Ein Arschloch. Dem Vermächtnis nach hat Elisabeth Sobek den Ahnen geholfen, die Hindernisse zu beseitigen. Ja, ja. Wie es auch heute geschehen ist. Kann ich euch nicht alle umbringen? Du hast dein Wort gehalten. Das freut mich. Theben wartet auf uns. Wollen wir? Ein Arschtritt wird mir reichen. Komm, Aloy, tritze die Treppe darunter. Ah, wieso reißen wir uns eigentlich so zusammen bei den Spinnern? Was eine Ausgrabung. Viel davon war überflutet. Wir mussten eine Menge Wasser rauspumpen. Ja, habt ihr gut gemacht. Habt ihr auch was gegen den Schimmel getan? Tja, da fällt ihm nichts drauf ein. Wahrscheinlich nicht. Also das wird den Mietpreis natürlich wieder senken. Siehe und her, dass hier auch noch Wasser reintropft, ist nicht so von gut. Theben. Ja, ich glaube, das... Eine Tür wie keine andere. Ja. Bisschen anders designt und da wäre ein Assassin's Creed-Ding dahinter. Das ist nicht ganz das Logo. Theodor! Da hast du wohl recht. Nur ein Mann kann sie öffnen. Ted Farrow. Ja, und wo Doch ist der aktuell? Nach arbeitete er eng mit Sobek zusammen. Er vertraute ihr. Mit Sicherheit kann sie die Tür öffnen und du auch, sicherlich. Auf gar keinen Fall. Zumindest nicht von der Seite. Du sagtest, sie sei eine lebende Ahnin mit Sobeks ewiger Essenz. Ich werde dich erschießen. Wenn ich darf? So großartig Farrow auch war, er hat diesen Palast doch nicht allein errichtet. Das wissen wir aus den Datenfragmenten, den Daten, die uns an diesen Ort geführt haben. Also die Mission ist auch schmerzhaft.
Und alles mit diesem auf unterirdische Gänge. Komischen Clan ist schmerzhaft für mich. Oder für Diener. Ja, ja, Tunnel für Diener. Habe ich auch bei mir daheim. Der Weg ist geflutet und sie sind tief unter Wasser, aber... Ja, ich kann sie nutzen. Ich habe einen Schnorchel. Vielleicht gibt es da unten noch einen Eingang. Siehst du? Bei Sobek gibt's immer einen Könnt Ausweg. Ihr nicht einfach ruhig sein? Tu, was du tun musst, damit wir da reinkommen. Wieso ihr? Ich? Oh. Ich kann's ja mal versuchen. Eins. Zwei. Hey! Das klappt! Naja, der Gedanke zielt, oder? Der Gedanke Ganz zählt. Ganz allein die Tür steht zwischen mir und meinem Schicksal. Nee, mein Bogen und mein Pfeil werden dein Schicksal garantiert besiegeln. Versiegeln. In dem Fall. Vielleicht hat auch nur ein Riesenvieh hier reingepisst, Aloy. Vielleicht ist das Wasser deshalb so warm. Ist das Lava? Aber nicht gut. Trocknet die Haut so schnell aus. Überwachungsdrohne. Ich will jetzt keine Überwachungsdrohne, aber danke, Spiel. Ja. Hat er hier sich eine schöne Anlage geschaffen. Hui. Da oben ist ein Riss. Vielleicht ein Eingang. Ja. Aber jeder Eingang kann auch ein Ausgang sein. Umgekehrt. Ja. So könnte ich reinkommen. So könnten wir reinkommen oder so kommen wir rein? Aloy, du musst dich genauer ausdrücken. Ich bin nicht so versiert mit deinen Gedanken. Immer noch nicht. So, au, au. Schwimm doch mal normal, Lady. Ja. Wenigstens ist die Unterwasseratmung nicht mehr das Problem. Ja, hoch, 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 hoch. Okay. Und dann... riesiger Rotor. Ich glaube, wir sollten nicht von dem zerfleddert werden. Wieso hält er an? Und... Hallo. Jemand zu Hause? Ich hoffe nicht. Ziemlich gruselig hier. Damit man die Turbine stoppen kann. Ja. Die Macht. Ach nee, eine Unterwasserkonsole. Das könnte auch funktionieren. Turbine steht. Gut. Das ist nicht das Einzige, was steht, Aloy. Ja. Da war sie sehr überrascht. Muss ich das jetzt für jede Turbine machen? Wieso gibt's hier überhaupt so viele Turbinen? Okay, ich bin drin, aber wie lasse ich die Quen rein? Wieso muss ich die reinlassen? Trainingsraum aus. Messerscharf erkannt, Aloy. Bin ich froh, dass die Audiologs nicht mehr automatisch abspielen wie im ersten Teil. Ich kriege ja noch weniger gebacken als sonst, wenn das zusätzlich auch noch labert, während ich denken muss und eigentlich reden sollte. So. Ja, die Tür muss ich wieder nicht aufbrechen. Entscheidet euch mal für ein Türöffnungssystem. Und habt mal besseren Loot auf euren Toiletten. Wer macht denn überhaupt eine Vorratstruhe mit heilenden Bären ins Klo rein? Das ist unhygienisch. Hier waren wir drin. Wollen nicht zurückkehren. Ah, die darf ich jetzt wieder aufstemmen. Was hab ich denn gesagt? So. Ja, Silberbahn und Bronzebahn. Einfach aufbewahrt in der Truhe hier. Warum nicht? So, was haben wir noch? Vorratstruhe. Was zum Scannen und nicht anhören. Das ist schön. Das sind Stalagmiten. Und das sind Stalaktiten.
Mieten steigen, Titten fallen. So kann man sich das merken. Hoffentlich geht's hier zum Haupteingang. Dann kann ich die Quinn reinlassen. Wieso hoffst du das? Wieso magst du die überhaupt, Aloy? Stell ich mich komisch an, dass ich die nicht mag? Nee, es sind die anderen, die falsch liegen. So. Was haben wir hier denn? Bevor die Quinn hier alles wegluten, schauen wir selbst mal. Und hier ein Audiolog in der Luxus-Partner-Suite. Ah, okay, da kommt man nicht ran. Na nee, gut. Ja, wurde bestimmt ordentlich Schweinerei getrieben. Auf den großen Doppelbetten hier. Würde ich zumindest hoffen, sonst wäre es ein bisschen Verschwendung. So. Noch eine Tür, die normal geöffnet werden will. Sieht sich das einer an. Ja, schön hier. Für einen Bunker. Das sieht wie eine Zugangskontrolle aus. Möglich? Ich will die nicht reinlassen. Eine Notausgangsfunktion. Ja, sehr gut. Notausgang initiiert. Hat der an alles gedacht. Er geht die nochmal auf. Die Tür ist offen. Das Schicksal ist mit uns. Nein, ich bin mit euch. Ich wusste, du schaffst es. Dankeschön. Was? Ich habe auch nie an mir gezweifelt. Der CEO macht sich bereit für Theben. Was macht er da mit dem Nazi-Gruß und dem schwulen Outfit? Oh, warum siehst du aus wie Ted Farrow? Ich bin Farrow, der Neue. Ja, natürlich. Meine Essenz ist über Jahre, über Generationen die seine geblieben. Das glaube ich nicht. Seine Seele ist meine Seele. Sein Wille ist mein Wille. Wir sind nur auf eine Art getrennt. Ich brauche sein letztes Testament, seine dunkelsten Geheimnisse. Und jetzt, da die Tür geöffnet ist, sind diese Geheimnisse in Reichweite. Wenn ich sie kenne, werde ich so vollständig sein, wie er es war. Ich werde alles haben, was ich brauche, um unser Heimatland zu retten. Und, wie Farrow es tat, die Welt. Aha. Okay. Ich glaube, hier ist nicht ganz klar, wer Farrow wirklich war. Niemand weiß besser als ich, wer er war, wer er ist. Ich. Der Erneuerer. Der Größte der Ahnen. Der Mann, der die Welt... Aloy, erschieß ihn einfach. Und du verstehst, Sobek. Du bist sie, Farrows Vorbotin, Assistentin. Ja, natürlich. Komm, wir steigen gemeinsam nach Theben hinab. Wie es sein soll. Bring dir die Kleidung. Kleidung? Er ist Farrow, du bist Sobek. Sollte man für so ein wichtiges Ereignis nicht passend gekleidet sein? Ich bin passend gekleidet. Nein. Nein, das zieh ich nicht an. Niemals. Du wirst die passende Kleidung tragen, die zum Anlass passt. Ich werde dich erschießen. Sobek soll das Leben mehr als alles andere schätzen. Ist das wahr? Gut. Aloy, lass das doch nicht mit dir machen. Zieh dich doch nicht einfach so aus für Farrow. Ach, haben wir denn gar nichts gelernt? Eieiei. Sieht das scheiße aus. Ah, bequem. So ungefähr sieht mein Outfit dahin gerade auch aus. Gut. Nur ohne die Hose. Fahren wir fort? Mit was? Du hast kein Auto. Wo sind meine ganzen Waffen? Ah, schau dich hier um. Wie prächtig. Pharaohs Gebiet. Ah, der hat jetzt auch einen Trigger. Einfach atemberaubend. Sehr gut. Irgendwo hier hat Pharaoh seine Geheimnisse versteckt. Ja, in deinem Arsch. Euer Hochwürden, vielleicht sollten wir Wachen an den Ausgängen aufstellen. Ach, nun braucht gut. Ihr nicht. So sei es. Boah, so sei es.
Ja, wurde zumindest so geschrieben, dass man ihn garantiert nicht leiden kann. Dass man alle nicht leiden kann. Für die Ewigkeit Quen vielleicht, Alba vielleicht noch ein bisschen. So, die Beute gehört mir. Sonst gibt's aufs Maul. Ne, aufs Maul? Ja. Irgendwann, so. Kommst du rein, kannst du rausgucken. Das ist es, mein CEO. Ein Denkmal ist es auf jeden Fall. Nur für was? Ich glaube, hier geht es nach unten. Wunderbar. Wir hätten auch runterspringen können. Präge dir alles genau ein, Bohai. Für die Nachwelt. Es wird ein eigenes Kapitel in deinem Vermächtnis. Ist Bohai nicht auch so ein Wort? Schon mal gehört. Ein Ort, der seiner keine Ahnung. Müsste ich nachgoogeln. Eminenz. Ja, ja. Die Eminenz, bei der es klemmt. So. Arrow hier unten wohl ein Fußbad hatte? Ich wollte schon immer so eins. Wir werden nicht weiter über deine Füße reden, Bohai. Schade eigentlich. Ist eigentlich ein ganz nettes Thema. So, Wachen am Ausgang. Na gut. Hui, das könnt ihr nicht. Aber ich kann's. So. Pharaoh war leicht größenwahnsinnig, also. Das ist merkwürdig. Ja, ich habe versucht, dich zu warnen. Ja, quasi. Wenn wir lange genug überleben, erkläre ich dir alles. Sehr schön. Die da sehen wirklich bedrohlich aus. Die sind auch bedrohlich. Statuen. Die Wächter von Pharaohs Gebiet. Das sind, glaube ich, keine Statuen. Das sind keine Statuen. Pass auf! Bring den Zio in Sicherheit. Nein, lass ihn hier, lass ihn kämpfen. Dann hängt es wohl an uns. So, jetzt kann Alva abhauen. Damit wir die anderen ausschalten können. Ein Treffer! Gut! Du hast die Schnappstelle gesehen! Ja. Ihr könntet aufhören zu kommentieren, was ich hier mache. Ja. Das ist ungefähr der Plan gewesen. Ich will keine Munition. Das muss wehgetan haben. Oh, nur ein bisschen. Ich kann's vertragen. Au. Guter Treffer. Oh. Die Wahrsagerin hat alle umbringen. Was? Die Wahrsagerin? Oh. Alba stieg wieder auf. Oh. Hilf dir selbst. Bin beschäftigt. Wo leuchtet ihr denn? Wo ist eure Schwachstelle? Da ist doch noch eine. So, mein Loot. Stachelwerfer. Na also, sie hat sich von selbst regeneriert. So soll das sein. So, was haben wir hier? Ein Granatwerfer. Warum nicht? Danke. Gibt auch die gesunde Variante davon, dass es ein Granatapfelwerfer. Eine weise Entscheidung. Wir dürfen nicht mehr Wahrsagerinnen verlieren als nötig. So, genug gewartet. Wir müssen weitermachen. Naja, ich schieße dir gleich in den Arsch. Jo. Wer mich nicht looten lässt, den erwartet nichts Gutes. So viel kann ich behaupten. So, was haben wir da? Noch was? Neuer Datenpunkt. Ja, ja, ungenutzte Spulen und Gewebe. Da geht es wohl entlang. Irgendwer noch, der aufs Maul will, außer die hinter mir. Und der ganze Loot vor allem. So. Und weiter geht's. Wieso mache ich eigentlich die ganzen Türen auf? Und wen suchen wir eigentlich in Ted Pharaohs Grab? Immer weiter runter. Ja, es geht bergab. Das habe ich schon mitbekommen. Ja. Nett hier. Beleuchtung funktioniert. Was ist das? Hoffentlich ein Hoverbike. Ein Thron mit Rückenlehne. Daran ist eine Maschine befestigt. Ja, setz dich, setz dich. Was die wohl macht? Die macht dich klüger. Beeindruckende Installation. Wofür bloß? Es tut mir leid, CEO. Ich weiß es nicht.
Mein Fokus kann die Daten hier nicht lesen. Aber meine. Sind die Daten verloren? Ich muss erst looten. So. Bevor ihr mich nicht mehr lasst, muss ich hier alles in meinem Fokus speichern. Und in meinem Rieseninventar. Oder in meinem Riesenhintern. Je nachdem, wo man das Inventar vermutet. Bunkertür. Noch mehr Wachen. Nee, das ist gut. Medizinischer Stuhl. Ja, setz dich. Hat die Gentherapie leicht verändert und neue Medizin gegen die Mutationssymptome angewendet. Wunderbar. Mutation ist nie was Gutes. Hoffentlich stabilisiert sich die Lage nach der nächsten Behandlung. Wer weiß, was Ted uns antut, wenn es so bleibt. Die ersten Ergebnisse waren so vielversprechend. Keine Spur von Alterung, keine Zelldegeneration. Aber jetzt, wenn ich in meinem alten Labor in Bangkok wäre, oder bei meinen alten Kollegen, oder bei meinem alten Schnaps. Aber mit Schnaps funktioniert's. Es reicht. Wir müssen positiv denken. Für Kenya. Ja, für Kenya. Wer auch immer das ist. Ja, ich weiß, Daten sind intakt. Gesehen hast. Liefern die Daten eine Erklärung für den Zweck dieses Geräts? Ich glaube, Pharaoh war in Behandlung, um sein Leben zu verlängern. Sehr zu verlängern. Wirklich? Könnte er noch am Leben sein? Red keinen Blödsinn. Wenn er überlebt hätte, hätte er seine Essenz behalten. Dann hätte er sie nicht an mich vererbt. Ja, denk mal nach, Alba. Er hätte sich bei der Suche nach den Geheimnissen von Leben und Tod durch nichts aufhalten lassen. Aber nicht für sich selbst. Alle seine Taten waren auf einen Neuanfang ausgerichtet. Ja, ja, ganz bestimmt. Die Quen. Ja, ja. Und für seinen wahren Erben. Mich. Ja, zumindest schöne so blaue Augen. Glaube ich, du hast recht. Du hast wirklich viel mit Ted Pharaoh gemeinsam. Ich wusste, dass du mir zustimmen würdest. Fahren wir fort. Seine Geheimnisse warten. Ja, auf mich. Kann ich mich irgendwie noch umziehen? Inventar, Outfits. Ja. Look anwenden gesperrt, Arsch. So ein Arsch. So, wo will ich überhaupt hin? Ist das ein kleines Büro? Für einen niederen Funktionär vielleicht? Gleich wird's dein Grab. Ah, vielleicht heißt es so. Das Teil, wo wir drin sind, heißt ja Pharaohs Grab. Vielleicht wird es sein Grab. Wer weiß es schon so genau? Finden wir es raus. So. Datenpunkte. Schau dir die Ausrüstung an. Wir nähern uns dem Zentrum von hier. Ich kann es fühlen. Schön für dich. Ich fühle nur leichte Aggression. Ah, das ist normal für mich. Also, keine Sorge. Oh nee, wieso ist das schon wieder rot? Ja, geht nicht. Brandschutztür. Tretet die Tür ein. Viel Spaß damit. Ich suche nach einem anderen Eingang. Gute Idee. Das hat schon mal geklappt. In Ordnung. Leg los. Ich glaube, ich muss da hinten hin, wo es qualmt, oder? Aloy, wo misch mal lang? Unbekannt in 140 Metern? Das kann's nicht sein. Ah! Lohnt sich ab und zu nach oben zu schauen. Kopf hoch! Beeilung! Brecht sie auf! Ha! Ist das eine Art Lüftung? Keine schlechte Idee. Dankeschön. Boah. Also die Kamera war auch schon mal besser orientiert. Jetzt geht's ja wieder. Hui. Hat sie es auf die andere Seite geschafft? Nein, hat sie nicht. So. Die haben hier aber echt schönen Loot. Meine Konsole. Vielleicht komme ich darüber an Teds Dateien. Omega. Wir brauchen hier die Omega-Freigabe. So. Omega-Freigabe.
Danke, Dön. Was sagst du zu deiner Verteidigung, Ted? Weiß ich nicht. Santo und sein Kind sind tot. Das ist schlecht. Ich habe sie heute Morgen zusammen auf dem Fußboden in seinem Büro gefunden. Sie müssen Gift geschluckt haben. Ich hätte sie nie ermordet. Sie war doch nur ein Kind, um Gottes Willen. Ich habe ihnen Leben geboten. Und so danken sie es mir, indem sie mich verlassen. Aber ich bin wohl schon von Anfang an allein gewesen. Ganz allein die Last tragen. Für die Vergangenheit, für die Zukunft. Das ist ganz Ted. Egal wer stirbt, er bemitleidet immer nur sich selbst. Liz Zukunft. Liz Kinder. Eines Tages kommen sie. Ich werde sie willkommen heißen. Santo sagte, dass ich nicht mehr altere. Wenn überhaupt, regenerieren sich meine Zellen schneller als sonst. Wie? Dann lebt er ja vielleicht noch. Ich muss abwarten, bis die Mutationen aufgehört haben. Zeit und Energie. Er sagte, ich bekomme alles Nötige im Reaktor, damit ich wieder stärker werde. Mein Leben wieder in Ordnung bringe, damit ich die Kinder begrüßen kann. Okay. Sie brauchen mich. Meinen Rat. Meine Führung. Dann bin ich nicht mehr allein. Bin mir nicht ganz sicher, was hier passiert. Ja toll, die können es aufbrechen. Geheimnis. Sind sie hier? Nicht die, nach denen du suchst. Dann müssen sie da drin sein. Glaub mir, da willst du nicht rein. Bist du verrückt? Ich bin nicht so weit gekommen, um jetzt aufzuhören. Doch, bist du. Vielleicht lernt er ja was. Ist Pharaoh da irgendwie als KI? Na endlich! Pharaohs Vermächtnis gehört mir! Oh oh. Ist das? Das ist der. Es klang, als ob er ganz schön, verbrennt alles! Warte, nein! Pharaoh hat es so manipuliert, dass es Erledigt sie auch! Keine Zeugen! Ja, ich kann die endlich umbringen! Ja, ja, Aloy, du wurdest entdeckt. Boah! Was hat der denn für eine Waffe? Die gefällt mir. Auch wenn sie gegen mich war. Der Kopf ist frei! Munition, hier! Komm schon! Du hast den Kopf getroffen! Ja, ich hab den Kopf getroffen. Boah, ist das eine Waffe! Nice. Ja. Jetzt hast du Probleme. Ja, Probleme. Das hat nicht Ich bin im Kampf und die fragt, sollen wir gehen? Er läuft nach seinem Tod über. Wir müssen weg. Ja, nachdem gelootet wurde. Kein Todbringer. Die Schlunze, die hier runterläuft, ist aber nicht sehr gut. Nicht noch da unten rein? Wieso kann ich die Mutation nicht sehen? Hallo? Ich hätte es auch noch weiter sehen wollen. Okay? Hör mal schön laufen, Quen. Muss hier noch kurz looten. Na gut. Die ist ja einfach hocken geblieben. So, dann wollen wir mal dem CEO in die Fresse ballern. Ist ja nett von euch, dass ihr hier bleibt.
und euch hier das bei lebendigem Leib verbrennen lasst. Ich hab sie! Ein Scheiß hast du. Siehst du? Hast du einen Scheiß? Ich sehe keinen Rauch. Also, das ganze Zeug hier. Ja, das ist tatsächlich Rauch. Wo müssen wir hin? Hier hin? Hier hin. Ja, dann schneller laufen. Dann klappt's mit dem Atmen besser. Ey, ich muss die Tür aufstellen. Ja, coole Feuereffekte. Schön, dass Aloy sehr unbeeindruckt ist, auch von dem ganzen Rauch. Da sind noch mehr Soldaten. Wir haben keine Wahl. Wir haben Besuch. Seh mich mal, Leute. Ah. Gut, Lügen. Da seid ihr ja. Und wieder getroffen. Wir sind verloren. Los, weg hier. Ja, die sind verloren, nicht ich. Jo. Glaube ich, brenne ein bisschen. Alba kommt bestimmt hinterher. Bin mir ganz sicher, dass sie genauso sportlich ist wie ich. Und klettern kann und sonst was und schießen. Ah, sie hat's geschafft. Beeilung, Sir! Na los! Ganz schön heiß hier. Auf dem Weg! Komm, Aloy. Oh nein! Oh je, jetzt wird er zu Darth Vader. Oh nein! Es war nicht ganz unverdient. Ich wünschte, ich hätte ihn leicht abschießen können. Hey, ein Weg hat sich gebahnt. Hätte der Idiot nur ein bisschen gewartet. So. Und wohin? Da hinten hin. Er kann nicht richtig gewesen sein. Ey, Louis. Wohin des Weges? Da oben hin. Hallo? Oder da hinten? Ganz schön viel Schlicke, oder wie das ist. Wie man das nennt. Ja, entkomme aus Theben. Das ist der Plan, aber ich habe tatsächlich nicht so wirklich... Was ist da hinten? Machtfülle. Sprachprotokoll. Sprachprotokoll. Da ist eine Tür. Dann wollen wir die mal nutzen. Möchten mich führen. Hier drüben. Dann hattest du sehr schlechte Ahnen. Ich würde sagen, sehr schlechte Ahnen. Ja, natürlich sind sie erledigt. Wir haben keine Wahl. Du machst doch nicht mal was. Pflicht tun. Ich tu meine Pflicht. Nicht anhalten. Wir sind fast da. Vorsicht, Aloy. Schön auf den Kopf aufpassen. Ich find's gut, dass Alba das alles mitmachen kann. Und genau wegen sowas loot ich immer, bevor ich die Story mache. Sehe ich jetzt schön dämlich aus. Ohne den ganzen Loot. So. Jetzt wurden zwei Pharaohs begraben. Ich würde noch ein bisschen weiter rennen. So, Quinn. Dann löschen wir mal euren Clan aus. Wir haben was gefunden, das hilft. Nicht mit einem Heimatland, sondern allen. Mhm. Aber wo ist der CEO? Du bist der neue CEO. Er ist tot. Man kann sagen, er hat sein Leben gegeben, damit wir die Geheimnisse von Theben entdecken können. Mhm. So ein netter Mensch war er. Du denkst bestimmt, ich wäre dumm. Bist du dumm? Nein, nein.
Der CEO war ein selbstgefälliger Egoist, der aus unserem Glauben eine widerwärtige, eigennützige Fantasterei gemacht hat. Mhm. Und jetzt soll ich glauben, dass er sich für ein paar Datenfragmente geopfert hat? Unfreiwillig. Es ist die Stunde der Wahrheit und ich hoffe, sie überzeugt mich. Ansonsten befehle ich den Soldaten, das Feuer zu eröffnen. Eloy, hol deinen Bogen raus. Das stimmt. Ehrlich gesagt, hat der CEO alles versaut. Er zerstörte Theben und starb als rückgratloser Feigling. Aber was wir dort unten gefunden haben, kann eurem Heimatland helfen. Mhm. Wenn ich es verwenden kann. Wenn es sein muss, kämpfe ich mich hier raus. Aber es geht auch anders. Du kannst mich gehen lassen. Du musst es nicht. Du und musst dann es nicht. Gut dastehen, wenn sich die Lage verbessert. Erfolg klingt auf jeden Fall besser als Versagen. Es scheint, als wären unsere Schicksale miteinander verwoben. Leider. Landfall steht dir offen. Wenn es dir hilft, kannst du kommen und gehen, wie du willst. Aber ich geh lieber. Alva muss mit dir reisen und von deinen Mühen berichten. Nein, 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 nein. Theben hat natürlich keinen Wert mehr für uns. So ist es. Wir kehren zurück zur Flotte. Alva, ab in die Basis. Ich erwarte Berichte von dir. Gründliche. Aloy, kämpf doch einfach deinen Weg raus. Ich dachte, er würde uns töten lassen. Aber stattdessen darf ich mit dir reisen. Nein, 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 nein. Das ist schön. Aber ohne Hilfe wirst du unsere Basis nicht erreichen. Val, ich habe eine neue Freundin. Triff sie bei der Quen-Fähre und eskortiere sie zurück. Klar. Ich kann es kaum erwarten. Ja, ja, das glaube ich dir. Glaub mir, es wird dir gefallen. Ja, Val, so weit weg von mir. Fokus und mehr Daten, als du verarbeiten kannst. Mhm. Gehe zur Fähre. Ich komme so bald wie möglich nach Osten. Eine Wahrsagerin muss der Wahrheit folgen, wohin sie auch führt. Wir sehen uns dort. Tschüss. Ach gut, die können wir ja einfach in der Basis parken. Ah, ist das nicht schön. Und abgeschlossen. Nun, da ich die Omega-Freigabe habe, können wir Hephaestus schnappen. Aber bevor ich zur Fähre gehe, schaue ich bei Landfall vorbei. Vielleicht Warum? Reden nach dem Tod des CEOs mehr Quen mit mir. Ich sollte mich wohl auch mal auf der Insel umsehen. Ich wechsle besser die Kleidung. Unglaublich, dass ich mich für den CEO verkleiden musste. Ja, dafür ist er ja gestorben. So, Outfits. Was war denn ausgerüstet? Irgendwie die Palmenfrucht da. Hier, die war doch ganz okay. Ausrüsten und Look. Keine Ahnung. Da gibt es noch bessere Rüstung. Gerade nicht. Wir wollen ja noch die legendäre bekommen. Na gut, dann was soll's. Sind wir mal als ja, keine Ahnung, Dschungelpflanze verkleidet. Und Krallenschreiter. Und die Ausgrabung? Komme ich nicht von der Ausgrabung? Doch, ich komme von der Ausgrabung. Was Unbekanntes. Es war mein Lager. Vorrat öffnen. Alle Kategorien auffüllen. Ach, das ist doch wunderbar. Hast du Jägerbedarf für eine Jägerin? Ein Klebekriegerbogen, Bolzenschießer, Blitzstrahl. Nee, da tönt mich nix so wirklich an. Ich verkauf mal Rohstoffe. Und zwar die Wertgegenstände. Markieren, 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 markieren. Markieren, markieren, markieren. So, und verkaufen. Hui, wir haben die 10.000 Scherbenmarke geknackt. Wir sind reich. Stand ich im Weg? Wie ist denn ja, ihr steht, steht alle im Weg. Na gut, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal. Keine Ahnung, doch nach. Ist das hier Landfall? Was ist Landfall? Landfall des Vermächtnis. Überwachungsdrohne. Ja, so Mittel. Ja, was wird's? Ich hätte zwar vom Lagerfeuer zum Lagerfeuer reisen sollen, aber das hat 4 Sekunden mehr gedauert. Lieber eine Schlafmatte verbrauchen. So, die Quest können wir auf jeden Fall noch annehmen.
Hoffentlich labern die nicht so lang und kommen direkt bitte, zum Punkt. Amen. Bitte. Es geht um meinen Bruder. Aha. Wie viel Geld braucht er? Ich habe überall um Hilfe gefragt, aber nichts erreicht. Schade. Erzähl mir alles. Erzähl mir das Wichtigste. Mein Name ist Yoma. Ich bin der Waffenoffizier dieser Expedition. Ich muss sicherstellen, dass die Trupps bewaffnet und bereit für alles da draußen sind. Und das ist mir misslungen. Mein jüngerer Bruder Uris, seine Einheit sollte einen Turm im Norden der Insel auskundschaften. Sie hätten jetzt zurück sein müssen. Der Aufseher hat meine Bitte nach einem Suchtrupp abgelehnt. Ihm zu trotzen würde zumindest meine Entlassung bedeuten. Könnten Sie noch am Leben sein? Uris war, solange ich denken kann, wie besessen von San Francisco. Er wollte unbedingt an dieser Expedition teilnehmen. Ich hoffe, das Schicksal ist das ein Ja oder Nein zum Leben? Zum Grab zu machen. Wenn du mir hilfst, verschaffe ich dir Zugang zu all meinen Waffen. Wenn ich in den Norden gehe, schaue ich nach deinem Bruder. Danke. Vielleicht hilft's. Mein Bruder trug ein Relikt von Ahnen bei sich. Ich denke, dein Fokus könnte es auffangen. Sehr gut. Was für ein Relikt? Eine Blume? Ein kleines Metallstück an einer Kette mit einem Hologramm von San Francisco. Deshalb hatte es mein Bruder immer bei sich. Die Wahrsager mutmaßten, dass es eine Art Signal sein könnte, das die Ahnen in die Stadt ruft. Aha. Mutmaßten? Es waren Daten darauf, die sie nicht lesen konnten? Das sollte uns nicht überraschen. Es galt als verlorenes Wissen. Wenn mein Bruder tot ist, könntest du vielleicht das Relikt zurückbringen? Ja, das ist bestimmt sehr wertvoll. Ich möchte es verwahren. Für ihn. Oder verkaufen. Natürlich. Jo. Neuer Auftrag, das Andenken. Ich dachte, wir waren schon mal im Andenken. Nia, hast du Outfits für mich? Hoffentlich schöne. Tenak-Drachen, warum nicht? Das sieht aber auch fresh aus. Minus 16 auf Frost, minus 25 auf Plasma. Oh, die gefallen mir alle ganz gut. Muss ich tatsächlich sagen. Aber hier die Nora-Angreiferin gefällt mir überraschend gut. Kaufen und ausrüsten, warum nicht? Und dann hier die Osaram-Gardistin. Feuer und Schock ist nicht so meins. Finde ich auch cool. Da sehe ich ein bisschen aus wie Ehrend. Das hat natürlich auch was. Aber ich würde erstmal den Tenakt-Drachen. So, Spulen braucht man nicht. Das auf deiner Reise unterstützen. Dankeschön. Alle so nett geworden hier. Jetzt mag ich den Clan. So, da haben wir noch eine Quest auf einem Schiff. Ich muss eh mal schiffen gehen nach der Episode, dann passt das, ja? Loot, her damit. Jo. Und was war daran hier außergewöhnlich? Ach, dass ich so eine Waffe bekommen habe. Durchdringende Munition. Ob wir da durchdringen werden, was das bedeutet, weiß ich nicht. Wir finden nach Hause. Ja, natürlich. Wir bekommen den Kreiselkompass nie zurück. Wir hängen hier fest. Für immer. Ja, Kompass hält einem nicht von Laufen ab. Führe uns zur Wahrheit. Ja, danke, du mich auch. Aloy, reicht. Was erzählt ihr von nie mehr nach Hause kommen? Unsere Navigationsschiffe sind alle weg. Von Stürmen und Riffen zerstört. Und damit ja, das Instrument, Pech, das wir zum Überqueren des Ozeans brauchen. Es gibt ein Schiff, das einen intakten Kreiselkompass haben könnte. Doch es ist außer Reichweite, gestrandet auf einer Insel mit tödlichen navigiert nach dem Stern. Kein Kompass, kein Weg heim, kein Weg Sterne. Zu denen, die wir niemals hätten zurücklassen dürfen. Sterne. Sonnenstand am Morgen, irgendwas. Ich kann Vielleicht helfen. Vielleicht kann ich helfen. Nur wenn du fliegen kannst. Das kann ich nicht. Wenn ich einen Weg finde, komme ich zurück. Sie ist eine wiedergeborene Ahnin. Vielleicht kann sie wirklich helfen. Ja. Ich erlaube mir noch nicht zu hoffen, aber danke. Ja, dafür nicht. Gern geschehen und all das. Okay, da muss ich wahrscheinlich hin, wenn ich dann tatsächlich irgendwann mal fliegen können sollte. Zumindest jetzt nicht. So, was ist denn die nächste Hauptquest? Ich muss, glaube ich, zur Basis.
aktiv, kehre zur Basis zurück. Aber ich würde tatsächlich sagen, reicht das schon für die Episode? Ich würde an den Fuß der Basis jetzt reisen, dort speichern und dann macht man beim nächsten Mal genau an der Stelle weiter. Muss ja auch ein bisschen hier Cliffhanger-mäßig spannend bleiben. Nee, ich muss die Episode nur rendern und hochladen und das ist jetzt schon ein bisschen knapp. Wo ist das Lagerfeuer? Ich finde kein Lagerfeuer. Da ist es ja. Na gut. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.